Ja, genau, guck mal, wenn man da, ja, dann, wenn man da jetzt, wo der Herr steht, wenn man da jetzt einer reinlaufen lassen, ja, dann kannst du richtig, richtig schön herzoomen. Dann nimm bitte einen mit einer guten Zeichnung vorne, dass du... Ja, okay, ich suche einen. Ja? Sven Keller hat eine Vision. Zu Kunst gewordene Rottweiler in Baden-Württembergs ältester Stadt Rottweil. Lösch mal parallel hier zwei, dreimal hin und her, okay? Ja. Ich will das positive Bild vom Rottweiler in die Welt hinaustragen. Er hat ein bisschen negative Touch. Sie sind selber Zeuge hier, es ist überhaupt kein Problem. Start für die Fotoaktion, Sonntag früh um 5 im kalten Nebel. Alle dürfen sich noch mal beschnuppern. Wichtig ist, wir werden in den 2 Stunden von jedem die optimale Position erreichen. Das Bild soll nachher schon frühlingshaft wirken. Die Hundehalter nehmen es mit Humor, denn schließlich wollen sie ihre Lieblinge unbedingt präsentieren. Damit wir zeigen können, dass unsere Hunde keine bösen Hunde sind. Weil alle Leute immer die Straßenseite wechseln, wenn wir kommen. Man will ja seinen Hund schon vorzeigen, so was aus ihm geworden ist, dass er auch mal glänzt. Ja, und natürlich Rottweiler in Rottweil gehört doch auf das Bild. Gegen 8 und endlich geht's los mit dem Fotoshooting. Die größte Herausforderung ist eigentlich heute gucken, dass die Hunde sehr natürlich aussehen, dass die Leute nicht unter Stress sind. Der graue Himmel kommt zumindest der Fotografin entgegen. Das ist eigentlich genau richtig, weil da, wo keine Sonne, da auch kein Schatten. Das heißt, für die Bedingungen heute optimal. Ja, lass ihn rein. Wir haben hier 50 Rottweiler aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus Niederlande, von überall her sind die Leute. Überhaupt kein Problem. Alle sind friedlich, lieb, toll. Alle happy also, und aus all den Fotos soll am Ende schließlich ein schwarz-weißes Panoramabild mit bunten Rottweilern entstehen.